Hopschwitz! Die Startelf Prediction zur Europameisterschaft. Wir sind in der Gruppe A, in der deutschen Gruppe. Wir sind bei der Schweiz und mit Diago 90 bekommt ihr den Überblick über die Europameisterschaft. Die Nazi ist mittlerweile Stammgast bei großen Turnieren. Seit der WM 2014 ununterbrochen dabei. Bei der vergangenen Europameisterschaft 2021 im Achtelfinale sogar die großen Franzosen rausgehauen. Erst im Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen ein starkes Spanien gescheitert. Und trotzdem bröckelt so ein bisschen dort, denn die Mannschaft und auch vor allen Dingen der Trainer stehen in der Kritik. Bei der vergangenen WM in Katar gab es eine deftige Klatsche im Achtelfinale, ein 1:6 gegen Portugal. Trainer Murat Yakin war früher selbst ein richtig guter Spieler, für die Schweiz bei der EM 2004 dabei und Bundesliga gespielt. Taktische Entscheidungen und ein Systemwechsel von Vierer- auf Dreierkette funktionieren nicht. Dazu eine enttäuschende EM-Quali, nur zweiter Platz hinter Rumänien, mit Ach und Krach qualifiziert, selten überzeugende Spiele gehabt. Das alles führt dazu, dass Murat Yakin gerade mitten auf dem Schleudersitz Platz nimmt. Er hält trotzdem an seinen Entscheidungen fest, lässt wohl mit Dreierkette spielen. Im Tor haben die Schweizer überhaupt keine Probleme. Das ist die Sahneposition, ähnlich wie beim DFB. Da haben wir einmal Gregor Kobel, Champions League-Finalist mit dem BVB, aber nur Herausforderer, denn die Nummer 1, die ist italienischer Meister und heißt Jan Sommer. Lasst doch mal Diago 90 ein Abo da, Leute, um bestens informiert durch die EM zu kommen. Die Dreierkette hat eine Menge Bundesliga im Lebenslauf. Da ist zuallererst mal Manuel Akanji, der Abwehrchef, Premier League-Sieger mit Manchester City, früher beim BVB, er der unumstrittene Leader da ganz hinten drin. An seiner Seite auf jeden Fall Fabian Scheer, ex-TSG Hoffenheim, mittlerweile auch in der Premier League unterwegs bei Newcastle United. Um die dritte Position in der Kette streiten sich einmal Nico Elvedi, der Gladbacher, und Ricardo Rodriguez, mittlerweile in Italien unterwegs, auch schon beim VfL Wolfsburg gespielt. Ich gehe hier für den etwas jüngeren, dynamischeren Nico Elvedi. Im zentralen Mittelfeld komplettiert ein gewisser Granit Xhaka diese Weltklasse-Achse von Jan Sommer über Manuel Akanji bis eben hin zum aktuellen deutschen Meister von Bayer Leverkusen und auch dem Kapitän, Anführer und Rekordnationalspieler der Schweiz. Wird abgesichert von Remo Freuler vom italienischen Überraschungsteam FC Bologna. Daneben ist die Frage, wird Dennis Zakaria, mittlerweile bei der AS Monaco am Start, rechtzeitig fit? Es wäre sehr wichtig für das Spiel der Schweizer, weil er eine Dynamik aus dem Mittelfeld herausbringt, immer wieder in die Spitze geht und dort unterstützt. Wenn es nicht reicht, übernimmt Aebischer, Kollege von Remo Freuler beim FC Bologna, dort eben auch eine starke Saison gespielt. Die Außenbahn ist nicht aufregend, aber solide. Auf links Dan Ndoye, beim FC Basel sehr offensiv gespielt, mittlerweile in der Serie A, übrigens ebenfalls FC Bologna mit Aebischer, mit Freuler, ein bisschen defensiver unterwegs. Er ist so wichtig, weil er Dynamik hat und vor allen Dingen dieser Dauerläufer ist, den du dann auch auf der Schiene gut gebrauchen kannst. Auf der anderen Seite etwas solider, schon ein bisschen älter, Silvan Widmer von Mainz 05. In der Offensive drückt der Schweizer Schuh. Da dreht sich noch sehr viel um Xherdan Shaqiri. Wir kennen ihn aus der Bundesliga, dreimal deutscher Meister, Publikumsliebling in der Schweiz, aber mittlerweile auch 32 und schon seit 2 Jahren in der MLS für Chicago aktiv. Er schafft es nicht mehr, dem Spiel über 90 Minuten seinen Stempel aufzudrücken. Daneben spielt in einer perfekten Welt ein großer physischer Poacher. Bei der Schweiz kommt dem Breel Embolo am nächsten. Der spielt mittlerweile genau wie Zakaria bei der AS Monaco in Frankreich, ist aber verletzt. Da die Frage, wird er rechtzeitig fit? Sehr wichtig für Murat Yakin. Wenn er nicht rechtzeitig fit wird, hat die Schweiz junge, aufregende Alternativen. Zum einen Seki Amdouni aus der Premier League und Noah Okafor. Hochtalentiert, bringt's auch zu inkonstant auf die Platte von der AC Mailand. Ihr seid dran. Wie sieht eure Schweizer Startelf aus? Schreibt's mal in die Kommentare.
Zusammengefasst hat die Schweiz eine Menge Qualität und auch Erfahrung. Allerdings spricht momentan sonst viel dagegen. Das Team wirkt nicht wie eine verschworene Einheit, der Trainer ist umstritten und vorne fehlt der durchschlagskräftige Topstürmer und eben auch dieser Prime 1 gegen 1 Dribbler. Und ich muss an der Stelle leider die Hiobsbotschaft überbringen. Die Gruppenkonkurrenz aus Deutschland, Ungarn und Schottland ist zu stark für die Eidgenossen. Es gibt das Vorrunden aus. Wenn euch diese Startelf-Prediction gefallen hat, dann liked das Video, abonniert den Kanal und unterstützt uns. Hier bekommt ihr besten EM-Content. Vamos!